habe mich erstmal wieder in mein normales, gemütliches Kuscheloutfit geschmissen. Das Shooting ist auf jeden Fall vorbei. Diese Wimper löst sich hier gerade. Ist auch egal, nehme ich gleich eh ab. Genau, der Fotograf ist jetzt weg und ich habe dieses geile Loft hier noch für mich alleine. Ich bin gerade hier im untersten Stockwerk. Da oben geht es ja noch weiter. Da hinten ist das Bad. Seht ihr alles in der Roomtour. Genau, es war auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr cooles Shooting. Wir konnten gar nicht mehr aufhören zu shooten. Ich glaube, wir haben bestimmt 5 Stunden oder so geshootet. Und genau, das meiste davon wahrscheinlich für meinen OnlyFans-Account. Dazu habe ich auch schon ein paar Fragen bekommen. Die würde ich auch jetzt gerne beantworten. Und zwar, was mache ich auf OnlyFans? Also, erstmal, ich mache da keinen pornografischen Inhalt. Also man kann da auch, man kann da explizit angeben, ob man pornografischen Inhalt macht oder explizit sexuellen Inhalt, das mache ich nicht. So, ich habe schon immer eigentlich mal auf Instagram auch zwischendurch mal etwas freizügigere Bilder gepostet, so, die sich aber genauso abwechseln mit einfach anderen Bildern, irgendwie, wo ich mal lässig bin, mal cool, mal so und auch mal sexy. Und genau, und als ich dann zuletzt eins dieser freizügigeren Bilder gepostet habe, hat jemand kommentiert, so, ey Lena, warum hast du eigentlich kein OnlyFans? Und dann war ich so, ey, warum habe ich eigentlich kein OnlyFans? Und ja, so kam das zustande. Deswegen habe ich mir da ein Profil gemacht und bin da jetzt aktiv. Und ja, solange ich nicht mal wieder auf die Bühne stehen kann oder, sage ich mal, genug Zeitraum habe, wie für sowas jetzt mich hier in so ein geiles Loft hier einzubuchen und ein paar geile Bilder zu machen, werde ich das auf jeden Fall auch noch weitermachen. Und genau, das zum Thema OnlyFans. Also keine Sorge, Leute, ich bin nicht in die Pornobranche abgedriftet. Kann aber immer noch passieren, also ich will nichts vorhersagen. Spaß. Nein, genau, so sieht es nämlich aus. Und man kann ja auch nicht nur von Luft und Liebe leben, oder? Genau. So, meine Wimper löst sich hier gerade schon so ein bisschen ab. Wie gesagt, es war ein sehr harter Tag. Harter Tag. Na, eigentlich war es voll entspannt. Es war wirklich mega cool. Die Location hier zeige ich euch in der Roomtour. Vielleicht ist es auch schon vorher, nachher. Ne, ihr werdet diese Location auf jeden Fall noch in kompletter Fülle zu sehen bekommen, weil die wirklich geil ist. Wir sind hier auch direkt am Paulinke-Ufer. Oh, diese Wimper stört mich so krass. Auf jeden Fall ist es mega schön hier und ja, war mal seit langem mal wieder ein sehr produktiver Tag. Ich muss sagen, dass ich jetzt in der Corona-Zeit, ich glaube, ich habe man. Es ist nur bei mir so, dass man ein bisschen weniger duscht und mein Gesicht auch schon seit längerem kein Make-up mehr gesehen hat. Weder noch meine Nägel lackiert waren oder sonstiges. Für wen auch, wenn man sowieso nur die ganze Zeit auf dem Sofa sitzt. Deswegen war das schön, mich heute mal wieder so ein bisschen rauszuputzen und ein paar schöne Bilder zu machen. Genau. Ich habe auch tatsächlich noch ein paar Freunden Bescheid gesagt, dass ich jetzt dieses Loft hier habe, ob irgendjemand vorbeikommen will. Aber entweder habe ich keine Freunde oder die haben alle keinen Bock auf mich. Auf jeden Fall ist, wie ihr seht, niemand hier. Das heißt, ich habe gerade noch ein anderes YouTube-Video gedreht. Weiß nicht, wann das mal rauskommen wird oder ob ich das überhaupt veröffentliche. Aber genau, wahrscheinlich werde ich jetzt. Obwohl, vielleicht sollte ich nochmal duschen gehen. Diese geile Regendusche. Eigentlich sollte ich das immer ausnutzen, ne, bevor ich nach Hause gehe. Wann hat man schon mal so ein Loft für sich? Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Nacht. Ach so, noch ganz wichtig. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann abonniert meinen Kanal und liked das Video und schreibt irgendwas in die Kommentare, dass ihr das assi findet, dass ich OnlyFans mache, ob ich jetzt nur noch Pornos drehe und dass ich die geilste Bitch der Welt bin. Das will ich in meinen Kommentaren lesen. Dankeschön. Ciao. So, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, wie man in dieser Location das Licht ausschaltet. Ich bin jetzt die Letzte, die das hier verlässt mit meinem ganzen Stuff. Hier gibt es an jeder Wand so Fernbedienungen, aber ich komme damit nicht klar. Also irgendwie dunkler wird es auch nicht mehr. Nee, es wird nur heller. Naja, auf jeden Fall
muss ich dieses Loft jetzt verlassen, so in diesem Zustand, wie es jetzt ist. Und wir werden uns bald wiedersehen. Bis dann. Thank you.